In Rumänien hat der designierte Ministerpräsident Nicolae Ciuca offiziell auf sein Mandat zur Bildung einer neuen Regierung verzichtet. Ursprünglich war für Mittwoch die Ernennung eines neuen Kabinetts angekündigt. Der 54-jährige Politiker der regierenden bürgerlichen Partei PNL machte deutlich, dass er keine Mehrheit im Parlament zusammenbekomme. Ich hatte gehofft, mit den von mir unternommenen Schritten eine politische Lösung zu finden, damit eine Minderheitsregierung die Abstimmung im Parlament bestehen kann. Doch zwei politische Parteien haben angekündigt, dass sie nicht für diese Regierung stimmen werden. Au anunțat în unanimitate că nu vor vota guvernul minoritar. Rumänien steckt seit dem Zusammenbruch der vorherigen Koalition in einer schweren Führungskrise. Im September wurde die liberale Regierung von Ministerpräsident Florin Cîțu durch ein Misstrauensvotum abgesetzt. Erwartet wird nun, dass Präsident Klaus Johannes mit den im Parlament vertretenen Parteien berät, um über einen neuen designierten Ministerpräsidenten zu entscheiden.